Ihr beide tauscht. Du kommst noch da oben hin. Wobei, du kommst da hin. So. Jetzt gucken wir uns noch kurz ihr Inventory an, was sie so mit sich rumschleppt. Natürlich ihre, das Gewand des Scharfschützen für sich selber. Jede Menge Tränke und eine Arkebuse und zwei Schwerter. Okay. Your orders. Und da du eine gute Scharfschütze sein solltest, setzen wir das auf mal. Ich verstehe das einfach nicht. Es gab eine Siedlung der Dämmerungsstämme auf Hasongo. Er tritt gegen ein paar Holzsplitter, die auf dem Weg verteilt liegen. Der ganze Ort wurde ohnehin niedergetrampelt. Es spielt keine Rolle, es scheint keine Rolle zu spielen, wem er wehtut. Er macht einfach, was er will. Was er vorhat, scheint so wichtig zu sein, dass er gewillt ist, sogar die Seinen dafür zu opfern. Das ist ein hinterhältiger Verrat. Ich würde mir seine Erklärung erst anhören, bevor ich über ihn urteilen würde. Nehmen wir mal die zwei. Würde ich wahrscheinlich auch, aber ich will Scan nicht anbeten. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, das so wichtig ist. Wenn ich so einen Gott wollte, würde ich Scan anbeten. Ich sag dir eins, wenn wir diese unaufhaltsame Götterstatue eingeholt haben, werden er und ich uns unterhalten. Ich hoffe, Elava behält recht. Stimmt, da war ja noch was. Erstmal das Ding wieder weg. Wo war ihr das? Geschichte. Hier. Suche nach Songo nach Elava. Ja, was war eindeutig hier? Und anscheinend ist er mit diesem Leuchtturm im, ist er zu diesem Leuchtturm im Westen gegangen. Korallenlagerkrieger. Korallennagerschwert, okay. Ich sollte mich erstmal hier außerhalb umgucken. Ja, da ist der riesige Eotas Fußabdruck. Hallo Korallennager. Ach ja, und ich sollte bei ihr das hier rausnehmen. Nur Autoangriffe. KI inaktiv. KI aktiv. Hä? Vergiften die etwa auch noch? Das wäre lästig. Oh, ein Reptilienauge. Ja, das Übliche. Bronzehorn, Bronzeohra. Eine Kiste. Mehr Munition für uns, das ist immer gut. Oh. Eine außergewöhnliche Lederrüstung, die wird mal eingesteckt. Weil ich trage nur einen Gambason. Die Lederrüstung ist etwas besser. Ein regelrechter Gestank war von dem Boden herüber. Eine Leiche ist hinter ihnen aufgespießt. Ah. Lagerturm und da hinten ist der Leuchtturm. Messer kaputt machen. Dann gucken wir mal kurz in den Lagerturm doch rein, bevor wir weitergehen.
Tja, wir sind nach Hasongo gekommen, um was herauszufinden, und in Wirklichkeit wären wir nur tot. Oh, ein Flüchtlingslager. Eine Amanerin wirbelt auf dich zu, ihre Augen sind geweitet und wild. Ihre Uniform ist zerzaust, als hätte sie sie mehrere Tage lang getragen, und sie schnappt schnell nach Luft. Bei ihr sind ein paar verwundete Soldaten und eine Gruppe gewöhnlicher Leute im verdrängten Bauernsocken. Schließ die Tür schnell, bevor die Nage hereinkommen. Sie ist schon geschlossen, aber ihre glasigen Augen scheinen auf etwas dahinter zu starren. Die Soldaten sehen ebenfalls auf, ihre Gesichter sind verzerrt von Schmerz und Erschöpfung, ihre Augen schimmern rot und grau. Was machst du da? Alles ist gut, ich bin hier, um zu helfen. Wenn diese Kreaturen hier rein wollen, wird diese Tür sie nicht zurückhalten. Ich verarbeite sie zu Fischfutter, wenn sie es versuchen. Alles gut, ich bin hier zu helfen. We're the finest soldiers and cannoneers in Aora. We don't need anything. Wir sind die besten Soldaten und Kanoniere in Eora. Wir brauchen gar nichts. Die Hand an ihrer Seite beginnt zu zittern. Da ist etwas Ungewöhnliches an ihrer zerbrechlichen Zuversicht, ihrem entfernten Starren und ihrer zitternden Hand. Du kannst die Zeiten deuten. Was auch immer sie gesehen hat, es hat sie bis aufs Mark erschüttert. Captain, two places I've seen that look. Healer's tents and exceptional brothels. This is neither. Captain, an zwei Orten habe ich diesen Blick schon einmal gesehen. In Heiderzelten oder außergewöhnlichen Bordellen. Das hier ist keiner davon. Gedankenverloren reibt sich Soti mit den Knöcheln über das Kinn. Sie blinzelt, als würde sie dich zum ersten Mal sehen. You're not the reinforcements. There are supposed to be reinforcements. Moment, du bist nicht unsere Verstärkung, aber es sollte doch Verstärkung kommen. In ihren Augen steigt eine Welle der Panik auf. Beruhige dich und erzähl mir, was passiert ist. Ich komme im Namen aller der Mächte Nekataka. Alles in Ordnung. Hasanui Karo hat mich geschickt, damit ich herausfinde, was hier geschehen ist. Soldatin, reiß dich zusammen. Sie zuckt zusammen. Mit einem Schmunzeln verschränkt Maya die Arme. Ja, Einfallsreichtum. I'm a Stormcursed Assistant Quartermaster, alright? I deal with rats and meal moths, not... Ich bin die verflixte stellvertretende Quartiermeisterin. Klar, ich kümmere mich um Ratten und Botten, nicht? Scham liegt sich über ihr Gesicht. Sie versucht, sie zu verstecken, indem sie ihr Haar aus ihrem Gesicht wirft. The first thing was the Colossus. It showed up a few days ago, a week ago. I can't be sure. Das erste, was ich sah, war der Koloss. Er ist vor einigen Tagen aufgetaucht, vielleicht vor einer Woche. Ich bin mir nicht sicher. But it was huge. Glowed like luminous Adra. Aber er war riesig, leuchtete wie leuchtender Adra. Ihr Blick schweift wieder in die Ferne, sie blickt weit nach draußen mit leicht geöffnetem Mund. Ihr verwunderter Begleiter starrt unterdessen argwöhnisch zu den Bauern herüber. Sie scheinen unter seinem Blick zu schrumpfen. Das war Eotas. Das Monster, das unsere Leute getötet hat? Ich schätze, von hier unten erscheint er wie ein Monster. The Godhammer scrambled their god, and now he's taking his revenge. Ich hab's dir doch gesagt, Suhira. Der Götterhammer hat ihren Gott zerwirbelt und jetzt rächt er sich dafür. Der Soldat wirft einen kauernden Bauern einen spitzen Blick zu. Sie sehen weg, ihre Wangen sind rot und Schweißperlen tropfen von ihrem Brauen. Our gods are above petty motivations like revenge. Now Gon's got a bigger plan for you and me. Unsere Götter stehen über niedrigeren Beweggründen wie Rache. Nein, Gaun hat einen größeren Plan für dich und mich. Xoti hat recht, keine voreiligen Schlüsse, nichts sagen. It's no coincidence your Aethys shows up just as Latharn storms out. Es ist kein Zufall, dass euer Eotas auftaucht, kurz nachdem Latharn davonläuft. Er wirft dem Bauern einen giftigen Blick zu. Aber Zuhira ist in ihren Erinnerungen gefangen. The Colossus was coming right for us. Fleetmaster Co. ordered the Gunhawks and Cannoneers to take up positions. Der Koloss war geradewegs auf uns zugelaufen. Flottenmeister Co. hat die Gewehrfalken und Kanoniere angewiesen, die Position einzunehmen. Wir? Sie ertappte sich selbst und unterbricht sie mit einem bestimmten Gesichtsausdruck. They fought. Sie haben gekämpft. Sie haben gekämpft. Der Rest von uns wurde nach unten geschickt, wie Feiglinge. Sie sieht zu ihren Händen herunter, die zu zitternden Fäusten geballt sind. Konzentrier dich. Was hat der Koloss gemacht? Wenn du gekämpft hättest, wärst du jetzt auch tot. Du konntest nichts tun. We're trenchers, sons and daughters of Rauatai. We can handle anything. Wir sind Grabenzieher, Söhne und Töchter von Rauatai. Wir werden mit allem fertig. Sie blickt finster drein, ballt ihre Hände zu Fäusten und lockert sie wieder. Bald und lockert. So bringt sie sich selbst wieder zu einer mutigen und törichten Tapferkeit. I heard cannon blasts, artillery fire. Felt the world shake. Then the water started coming in. Ich hörte Kanonen und Artilleriefeuer. Die ganze Erde hat gebebt. Dann ist das Wasser gekommen. We came back up and the others were
I don't know. Like they'd been turned to ash. Wir sind nach oben gegangen und die anderen waren, ich weiß nicht, als ob jemand sie in Asche verwandelt hätte. And the Colossus was walking away. The fort was flooding, where it had broken our walls, and the luminous Audra in the lighthouse had gone dark. Und der Koloss lief weiter. Dort, wo die Mauern aufgeworfen waren, strömte Wasser in das vor und der leuchtende Adra im Leuchtturm war erloschen. Was ist mit den Naga? Sie kamen danach, als unsere Mauern zerfallen waren. Er blickt finster. But those cowards moved through the sunken hallways, ambushed us from below. Diejenigen von uns, die übrig waren, kämpften, aber diese Feiglinge sind durch die versunkenen Gänge gekommen, geschwommen und haben uns von unten her überfallen. Und die, die überlebten, sind hier gelandet. Ihr wart nicht einmal bei voller Kraft, warum habt ihr euch nicht versteckt? Die einzigen Feiglinge sind die, die vor dem Kampf davongelaufen sind. Ihr habt bis zum Ende gekämpft, darauf solltet ihr stolz sein. Sowohl Zuhara als auch der wütende Soldat nicken. Es ist ein schwacher Trost für sie. Wenn die Verstärkung des Hasanui hier eintrifft, schlagen wir zurück. Er schweift ab, sein ferner Blick richtet sich auf die Vorstellung von blutiger Rache, die sich wahrscheinlich gerade in seinem Kopf abspielt. Und wir bauen unsere Mauern wieder auf, um damit nichts durchkommt. Und wir verdoppeln unsere Kanonen, damit wir diesen Koloss zerstören können, wenn er wiederkommt. Ich glaube nicht, dass das reicht. Das ist eine Festung. Ihr habt sicherlich Möglichkeit, euch gegen die Naga zu wehren. Sie sträubt sich. The finest cannons and bombards in the archipelago. Why, you can barely walk the ramparts without... Die feinsten Kanonen und Bombarden im Archipel. Oh, man kann kaum auf den Wellen laufen, ohne... Als sie sich an die Zerstörung draußen erinnert, verfliegt ihre Entrüstung und dieser abwesende Blick kehrt in ihre Augen zurück. One. There must be one. They can't all have been destroyed. But you'll need a trained artillerist to aim it. Es gibt noch eine. Es muss noch eine geben. Sie können nicht alle zerstört worden sein. Aber ihr braucht einen ausgebildeten Artilleristen, um mit ihr zu zielen. Sie nickt und bringt sich selbst von der Schwelle der Panik zurück. The big guns and me are on friendly terms already, Captain. Die großen Kanonen und ich, wir verstehen uns gut, Captain. Maya salutiert und grinst. Wo ist dieser Adler? On the western side of the fort. It's a true marvel, a monument to Rauhataian engineering. Auf der westlichen Seite des Forts, ein wahrhaft magischer Anblick, ein Moment Rauhataian Ingenieurskunst. Proof we can tame and transform this place once we get rid of the scale bellies. Beweis dafür, dass wir diesen Ort zähmen und verändern können, sobald wir uns dieser Schuppenbäuche entledigt haben. Is there anything else? Gibt es sonst noch etwas? Sie starrt dich mit geweiteten, ausdruckslosen Augen an. Wer ist Letern und was hast du gegen diese Bauern? Der Morgenstern, er hustet einen Klumpen blutigen Schleims auf den Boden. Fleetmaster Co. hired them to tend the fields that supply the mainland, but they started acting strange, dreaming strange. Flottenmeister Co. hat sie angehört, um die Felder zu bestellen, mit denen das Festland versorgt werden soll. Aber sie haben angefangen, sich seltsam zu verhalten, mit seltsamen Träumen. You mean dreaming of things to come? Du meinst, sie träumten von Dingen, die kommen sollten. One of them, Lotharin, had a row with the Fleetmaster over it. Left angry just before the Colossus showed up. Einer von ihnen, Letern, hat sich darüber mit dem Flottenmeister gestritten. Es verärgert abgehauen, bevor dieser Koloss aufgetaucht ist. Zuhira und die Soldaten werfen den Bauern böse Blicke zu, als würden sie das alles erklären. Und vielleicht ist dort ja was. Ich verstehe, dass du verärgert bist, aber wir sollten keine vorherigen Schlüsse ziehen. Denk mal darüber nach, wie könnte ein Haufen Bauern sowas getan haben? Auch sie sitzen hier fest und sie haben offensichtlich Angst. Sei netter zu ihnen. Nehmen wir mal die vier. You'd be surprised. One time me and my brother filled this fella's house with manure, right up to the roof. Sehr hilfreich, Etta. Du wirst dich wundern, mein Bruder und ich haben das Haus dieses Typen einmal bis unter die Decke mit Dung gefüllt. Die verschiedensten Arten. That was the last time he ever called us irresponsible. Das war das letzte Mal, dass er uns unverantwortlich genannt hat. Zuhörer starrt ihn an, als würde sie nach der Bedeutung in seiner Geschichte suchen. I think they're praying called it here. Getting back at us for the Godhammer. Even if not, they definitely know something. Ich glaube, dass ihre Gebete den Koloss herbeigerufen haben. Sie wollen sich damit für den Götterhammer an uns rächen. Und selbst sie nicht, sie wissen definitiv etwas. Er spuckt die Bauern beinahe an. Spitting at our God? You ought to fear for the future of your soul. Du spuckst auf unseren Gott, so sollst du dich um die Zukunft deiner Seele fürchten. Ja, wer bist du? Assistant Quartermaster. Zuhira, stellvertretende Quartiermeisterin. Nachlässig salutieren verschränkt sie ihre Arme über der Brust. Don't go back out there. You'll be safe here until reinforcements arrive.
Geh nicht wieder da raus. Du bist hier sicher, bis die Verstärkung eintreffen. Ihre Kehle schnallt trocken, als sie schluckt. Just stay away from the water. Damn scale bellies are hiding down there. They'll ambush if you get close. Halte dich einfach vom Wasser fern. Diese verdammten Schuppenbäuche verstecken sich unter den Wellen. Wenn du zu nahe rangehst, fallen sie über dich her. Sometimes you can see them if you look carefully. Manchmal kann man sie sehen, wenn man genau hinsieht. Ihr Blick wird wieder abwesend. Yay. Eine Granate. Sonst noch was? Ein Kokifrucht und Kappa-Blatt. Ja gut, gehen wir erstmal wieder raus. Draußen speichern wir. Ich dachte eigentlich, dass das nur ein Lager ist, wo wir vielleicht Vorräte finden können. Weil sonst können wir das vergessen von Hasongo wieder wegzusegeln. So, das ist jetzt da LP016. So. Und hier mache ich einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.